Der Vorwurf, DSA sei inzwischen kein freies Rollenspiel mehr, sondern nur eine Sammlung von Romanen zum Nachspielen, wird Ende der 90er immer lauter. Einigen Spielern fehlt die Freiheit, Aventurien selbst zu prägen und umzugestalten. Es entsteht der Eindruck, die Spielwelt sei viel zu genau beschrieben und ein Abweichen von den Setzungen in den Büchern nicht erlaubt. Die Autoren haben das allerdings anders verstanden. Auf ignoriere schlicht einfach alles, was wir geschrieben haben. Schmeiß die ganzen Publikationen weg, mach, was du willst. Niemand verpflichtet dich, 24 Hintergrundbände und, ich weiß nicht, wie viel sind es inzwischen, 200 Abenteuer zu berücksichtigen. Du kannst problemlos machen, zack. Was immer ihr machen wollt damit, ist in Ordnung. Ihr könnt auch die Handlung irgendwo einfrieren. Ich habe haufenweise Briefe von Leuten bekommen oder Geschichten zugeschickt bekommen, die einfach zum Beispiel gesagt haben, uns ist diese ganze Borbarat-Sache, das ist uns alles viel zu wild und dramatisch. Wir haben die Welt vorher eingefroren. Wir spielen noch immer zwei nach Hall zum Beispiel oder sowas. Und es wird auch immer zwei nach Hall sein, sozusagen. Völlig in Ordnung. Es ist nie das, was man uns vorgeworfen hat, dass wir irgendwie jedes Klohäuschen und jede vierblättrige Einbeere zwischen Gareth und Wehrheim beschrieben hätten. Allein auf mittlerer Beschreibungsdichte, dadurch, dass hier mal eine Box zu Al-Anfa und dem tiefen Süden, da eine Box zum Bornland rauskommt, da ist einfach so viel verdammter Stoff drin. Also es ist von der Menge des veröffentlichten Materials ist DSA einfach, ich würde mal sagen, nach Perry Rhodan das größte fantastische Universum. Im Vergleich zu meinem Heimatdorf zum Beispiel, zu einer 800-Seelen-Gemeinde, da besitze ich eine Chronik, das ist so ein Ziegel-Hardcover nur über dieses Dorf, ja, was da so alles so passiert ist. In Aventurien über eine große Stadt, wie meinetwegen Torval, als Hauptstadt des Landes Torval, gibt es vielleicht 5 Seiten. Also da darf man dann eben nicht den Blick dafür verlieren, dass zwar viele Dinge irgendwo festgelegt sind, aber das allermeiste nicht festgelegt ist. Und man hat sehr viel Weißfläche und die muss man erkennen und muss man dann auch nutzen, um da dann eben seine Geschichte zu positionieren. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Chance, dass man dieses Gerüst, was es da gibt, es gibt diverse Magiergilden, die definiert sind. Es ist definiert, wie Drachen aussehen in Aventurien oder wie Goblinstämme sich verhalten oder so etwas. Das sind alles Dinge, die kann man als Gerüst benutzen. Es ist vielleicht vergleichbar auch mit einem historischen Roman, wo man ja auch eine Epoche sich anschauen muss und sich dann überlegen muss, wie platziere ich eine Geschichte innerhalb von diesem Setting. Das ist ja das eigentliche Problem. Der Spielleiter, wenn er unerfahren ist, muss mit der freien Entscheidungsfähigkeit der Spieler umgehen. Und die machen jede vorbereitete Geschichte kaputt, rennen immer woanders hin, haben irgendwelche Ideen, sind immer dümmer, als du es brauchst und viel genialer, als du es dir vorstellen kannst. Und deswegen brauchen gerade unerfahrene Spieler halt am Anfang sehr einfache Geschichten. Und da ist halt der Tunnel, das Dungeon, die eingeschränkte Handlung, die Railroad, die beste Methode, um das langsam zu lernen. Aber die mittel- und langfristig entwickeln muss immer eine Emanzipation sein, die Möglichkeit, wirklich das Versprechen einzulösen. Das ist eine ganze Welt, in der du spielen kannst. Und das mussten wir aber alles erst entwickeln, Schritt für Schritt. Und das habe ich halt einfach versucht auszuloten, wie weit es gegangen ist. Eine dicht beschriebene Hintergrundwelt, wie sie Aventurien ist, hat ja in meinen Augen nicht nur Nachteile, sondern sie bietet zum einen erstmal natürlich ein Angebot, dass man sich das herausfischen kann, was man spannend findet und in sein Spiel einbindet. Aber gerade in geschlosseneren Systemen, wie etwa einer Stadt, die genau beschrieben ist, oder aber einer eher Dungeon-ähnlicheren Umgebung, wo der Spielleiter sich natürlich jederzeit immer was selber ausdenken kann, aber wo er eben auch dankbar ist, wenn er ein funktionierendes Gerüst vorfindet an Informationen, aus dem er sich bedienen kann und wo er tatsächlich relativ aufwandslos und bedenkenlos die Sachen nehmen kann und weiß, sie widersprechen sich nicht einander. Das hilft ihm beim Spiel und das ist eine Möglichkeit, sag ich mal, das Spiel zu bereichern, wenn man eben von sich selber sagt, man ist jetzt nicht unbedingt derjenige, der alles sich selber erdenken muss, sondern gerne vorgefundene Sachen verwendet. Ich selber war zum Beispiel häufig so jemand und ich fand es tatsächlich über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte hinweg schade, dass die alte Havena-Beschreibung von 1985 oder 86 war es,
die letzte wirklich ausführliche Stadtbeschreibung von DSA war, die in diesem Geiste geschrieben wurde, dass man sagt, ja, wir geben sogar jedem Haus in dieser Stadt eine Nummer und entsprechend kann darauf verwiesen werden, kann diese Nummer mit Informationen angefüllt werden, die Spieler dann auch vorfinden, wenn sie dieses Gebäude aufsuchen. Und auf dieser Detailebene kann man Informationen sehr stark verschränken, sehr stark zu einem möglichen Plot verweben. Und deswegen war ich auch immer hinterher, dass es mal wieder eine spannende große Stadtbeschreibung für das Schwarze Auge gibt. Und 2010 herum bekam ich dann die Chance, damit Gareth ausführlich zu beschreiben und habe das dann gerne genutzt. Und bin dann sehr ins Detail gegangen und habe auch, wenn man so will, je nach Gebäude tatsächlich jede Milchkanne beschrieben. Der Unterschied zu dem allgemeinen Vorwurf ist vielleicht, dass es zumindest aus meiner Sicht jeweils abenteuerrelevante Milchkannen waren, die zusammengenommen einen Plot ergaben, die eine Geschichte ergaben, an der man sich sein eigenes Spiel anknüpfen kann. Wenn sich jetzt jeder Spieler sklavisch an all das halten würde, was nach über 30 Jahren rausgekommen ist, ich glaube, dann könnte niemand mehr fehlerfrei Schwarze Auge halt wie spielen. Ich bin immer dafür gewesen, einfach ganz große Teile einfach zu ignorieren, nämlich all das, was in deine Kampagne persönlich nicht reinpasst. Und ich halte das sowieso immer, diese Frage, wie viel muss ich sozusagen in meine Kampagne mit einflechten, dass es wirklich DSA ist, halte ich eigentlich für ein bisschen falsch, weil es fühlt sich schon nach DSA an. Die ganz großen Kennziffern sind, du hast die 12 Götter, du hast dieses Magiesystem, du hast Elfen, Schelme und so weiter und so fort. Also alles das, was DSA und was halt die ausmacht. Aber die Hintergrundwelt sollte man eigentlich anpassen, damit sie auch nicht zu komplex wird. Weil das für die Spieler einfach auch zu viel ist, einfach too much. Das ja nimmt keiner mehr auf. Es ist ja nicht nur für die Spieler zu viel. Ja. De facto spielt ja nicht mal die DSA-Redaktion, spielt richtig DSA. Du kannst einfach nicht völlig kontinuierlich perfekt keine Missverständnisse, also Widersprüche verhindern. Irgendwann einmal hast du einen Autor da, der hat halt einfach nicht alle 160 anderen Publikationen gelesen, dein Redakteur übersieht das Ganze. Vorausgesetzt. Alleine die aventurischen Boten, wenn du überlegst, was da noch alles wie drinsteht, was du im Kopf haben müsstest, das ist richtig spielen ist das, was den Leuten am Tisch miteinander Spaß macht. Ihr müsst miteinander einen Konsens aufbauen. Man muss miteinander, die Simulation soll in den Köpfen der Anwesenden zueinander passen. Es soll Spielspaß sein und kein Stress. Das ist, glaube ich, das Wichtige. 20.000 Fans das anders sehen, ist egal. Und insbesondere ist egal, was ein paar ältere Herren sehen, die sich diese Geschichten ausgedacht haben. Also wenn du offizielle Abenteuer schreibst, was halt, dann ist natürlich gut, wenn du die Autoren kennst oder die Mitredakteure, wo du nachfragen kannst. Alles zu lesen ist Spezialisten wissen, was vielleicht 8% was halt wirklich irgendwie drauf haben. Aber wenn ich jetzt in meiner Runde spiele, ich will ja Spaß haben, dann will ich doch nicht kann ich doch nicht verlangen, dass der Spielleiter sich unter diesem Superstress aussetzt. Also, dass du noch so Spezialwissen hast. Ich glaube einfach zu sagen, okay Leute, das ist jetzt mein Aventurien. Wir spielen hier eine ich sage gar nicht mal leicht abgeänderte Version, aber so, dass sie zu unserer Kampagne passt, ist das, was der Spielleiter machen sollte, damit er nicht den Spaß am Spielen und am Spielleiten was hat verliert. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Viele Spieler und Spielleiter würden sich einen Gefallen tun, wenn sie es nicht päpstlicher als der Papst sehen. Der Papst wäre in diesem Fall Ulrich Kiso, der DSA gemeinsam mit Werner Fuchs und Hajo Alpers nicht nur erfunden hat, sondern auch jahrelang intensiv betreut. Also das Verhältnis zwischen uns beiden ist so, dass er weltbekannt ist und mich kennt keine Sau. Ja, Uli hatte ein gutes Talent dafür, Leute zu finden und zusammenzusammeln. Also ich war sehr holterdiepolter dann auch in Teil der Redaktion. Ihm war die Leidenschaft wichtig. Das hat er auch sofort gespürt, ob jemand dafür brennt, für die Sachen, die er macht. Meine Freunde sind auf eine andere Clique aus Erkrath gestoßen von einem, der einen Keller angemietet hatte. Und da war der Ulrich Kiso auch dabei. Und den habe ich da kennengelernt. Und der war, ich weiß es nicht, kurz vor der Bundeswehrzeit. Um dieselbe habe ich mich rumgedrückt. Und das war so, ja, lass es Ostern, Pfingsten 69 gewesen sein. Da fuhren wir mal zusammen nach Holland oder so. Und alles noch eitel, Freude, Kifferzeit. Und wir haben uns auf mannigfaltige Weise verstanden, literaturmäßig. Wir haben beide
James Joyce gelesen gehabt und haben uns darüber unterhalten. Das konnte sie nicht mit jedem. Und wir haben Musik gehört und er hat in erster Linie Jazz gehört, natürlich auch Rock, aber er hat ein Faible für Jazz gehabt. Charlie Mingus und solche Leute, John Coltrane. Ich habe dann seine Schwester irgendwann gedatet, die ein bisschen jünger war als wir. Und wir sind dann seit 70 ein Pärchen gewesen. Und der Uli war damals noch nicht mit der Ina Kramer zusammen, ist aber von einer Kunstakademie in Düsseldorf, da hat er sie kennengelernt. Sie war irgendwie Meisterschülerin und Uli hat auf Lehramt studiert. Und ja, man hat sich öfters mal getroffen, ist ja klar, unter Verwandtschaft in Spee. Geheiratet haben die Angelika, seine Schwester, nicht erst 77. Er war ein Bastler. Er hat Modelle gebaut von Revell, Schiffe, Panzer, Flugzeuge, solche Sachen. Er hat die immer auch modifiziert. Das ist der entscheidende Punkt dabei vielleicht, dass er oft nicht zufrieden ist mit den Sachen, die er sieht, sondern die er so umgestalten wollte, dass sie ihm besser in Kram gepasst haben. Später hat er mal bei den Zinnfiguren hat er mal einen Offizier vom Afrika-Korps zu einer Bauchtänzerin ummodelliert. Er hat sich als Kunstlehrer natürlich auch wohlgefühlt in einer Gruppe, wo er der Mittelpunkt ist. Er war geübt, er war ein guter Sprecher, er war ein guter Erzähler, er war ja auch ein guter Schriftsteller. Und ich glaube, das hat ihm gefallen. Ja, ich glaube, es ist auf einer gewissen Ebene, das hat schon unglaublich gezündet zwischen uns. Ich bin natürlich ein ganzes Stück jünger gewesen als er, aber wir haben sehr schnell festgestellt, dass wir einen sehr ähnlichen Humor haben. Er hat, wie gesagt, er war ein literarisch sehr gebildeter Mensch, was ich nicht bin, aber ich bin natürlich ein Intellektueller und dadurch haben wir uns sehr schnell angefangen, auf einer Metaebene Witze zuzuschmeißen. Also das, im konkreten Fall sieht das so aus. Der gesamte Nostria-Andergast-Konflikt, diese gesamte Geschichte, ist ein Running Gag zwischen Uli und mir. Das ist nicht zufällig ein Volk von Bergländern und ein Volk, das in der Ebene unten lebt und im Wesen vom Fischfang lebt. Also wir haben das leicht vereinfacht. In Düsseldorf sitzt da auch nicht am Meer. Aber das war sozusagen das Klischee. Das war das erste Klischee. Wir haben uns einfach gegenseitig lustige kleine Texte zugeschoben, die wir dann im Aventurischen Boten angefangen haben zu veröffentlichen. Das war immer für den anderen als humorvolle Kampfansage ausgekommen, lass dir noch was Besseres drauf einfallen. Andreas Blumkamp war das Pseudonym von Uli, unter dem er in der Wunderwelten, eventuell noch woanders, weiß ich nicht genau, aber speziell in der Wunderwelten, Kolumnen zum Thema Rollenspiel geschrieben hat. Also nichts Weltinternes, sondern halt tatsächlich Sachen übers Rollenspiel. Das war fast immer Satiren, ganz selten mal, dass er, heutzutage würde man sagen, gerantet hat. Ja, starke Frauenfiguren, Amazonen, Hexen, Thesia von Ilmenstein, sind ganz viele von Uli Kiso erfunden worden damals. Uli war sehr emanzipiert, das möchte ich mal vorwegschicken, vor allem, was ich jetzt weiterhin sage. aber er hatte natürlich trotz alledem so einen fast pubertären Spaß an sexy Frauen. Meine Amazonen sind ja also eine Burg von Frauen, Kriegerinnen, leicht bekleidet in den Bergen, die keine Männer brauchen. Mehr muss ich, glaube ich, nicht sagen. Das ist so der Traum eines pubertierenden Rollenspielers oder der Albtraum, je nachdem. Je nach Charakteranlage würde ich sagen, das ist natürlich an der Stelle auch ein bisschen einseitig gewesen. Sobald man sich einmal behauptet hatte und entsprechend Kompetenz und Einsatz bewiesen hat, konnte man tatsächlich gut mit ihm zusammenarbeiten und bis auf wenige Kernthemen, klar, das ist irgendwie sein Bornland, zum Beispiel, war klar, war sein Turf, reden wir auch nicht rein. Aber viele Sachen, die Regelkram oder
auch generelle Spielstimmungen angehen, da konnte man gut mit ihm diskutieren. Was nicht ging, war halt, wenn er geleitet hat. Wir haben auch eine relativ schnell eine Redaktionsrunde gehabt, wo einige Leute, die auch heute teilweise noch aktiv sind, und auch drin waren. Da war er als Spielleiter schon tatsächlich so, wie es seine Andreas Blumenkamp Texte dann auch vermuten lassen. Also schon ein sehr autoritärer Spielleiter, der seine Story durchbringen wollte und halt Empowerment oder sowas gab es gerade gar nicht. Es ist natürlich bei vielen Leuten der Eindruck da, dass er alles gemacht hat, was ja nicht stimmt. Wie gesagt, diese ganze Peripherie ist auf meinem Mist gewachsen. Und ich habe das vorangetrieben. Thomas Römer übrigens auch, ne? Der war auch dabei, als wir in Süddeutschland waren und Ethik rekrutiert haben und davor in Bochum. Ich habe diese Sachen ja auch hinterher mit seinem zerbrochenen Rad, dass das im Hardcover gekommen ist, das habe ich initiiert, weil ich die Connections zu Heine hatte. Ich hatte die ganzen anderen Spieleuniversen da auch platziert, Battletech und Shadowrun. Das sind natürlich unterm Strich, wissen die meisten nicht, aber das ist alles über meinen Schreibtisch gelaufen. Ne? Neben Fantasy Productions her habe ich 200 Bücher bei Heine gemacht. Mit einem Umsatz von, ich hab damals Star Wars für die abgelehnt, 77, 3 Monate bevor der Film rauskam, fand ich zu blöd mit so einer doofen Prinzessin da auf dem Titelbild. Hab ich lieber einen Roman von Christopher Priest anempfohlen. Uli Kiso war ein wahnsinnig energiegeladener Mensch. DSA war sein Baby und er fühlte sich verantwortlich und er wollte, dass es rund und schön ist und dass es halt auch spielbar beziehungsweise spaßig spielbar blieb. Also wann immer die Dinge zu sehr überreglementiert worden sind zum Beispiel, dann hat er da reingeregelt. Der ist nie nach Amerika. Der ist nie auf dem Gen Con gewesen. Das hat ihm gereicht, König im Vorhof zu sein. Und für mich war das ist schön, wenn du das bist, aber für mich war das zu wenig. Ich habe mich dafür zu viel interessiert. Naja, Uli hat ja 95 schon seinen ersten schweren Herzinfarkt gehabt. Und war dann nach dem Akutklinikaufenthalt in Herzreha in Bad Oeynhausen. Ja, zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch schon die Redaktion aus der Taufe gehoben. Vorher war es im Endeffekt Uli Kiso, der sich Autoren sucht für entweder regionale Themen oder für Abenteuer. Aber das war klar schon, dass Uli nicht zu voller Arbeitskraft zurückkehrt. Das heißt, da musste ein anderes System geschaffen werden. Und da haben wir halt dann geguckt, diese zentrale DSA-Redaktion. Ja, im Endeffekt hab ich es dann für 12 Jahre dann auch nochmal übernommen gehabt. Eine Sache, die mir während all dieser Jahre gar nicht klar geworden ist, sondern erst später, als er tot war, war, dass er unter einem entsetzlichen Druck gestanden hat und permanent liefern musste und in einer entsetzlichen Angst war, dass er immer zu wenig Leute hat und daher brutal gesagt Leute von der Straße rekrutiert hat, die ihm irgendwas hingelegt haben, viel zu schnell. Also es gab überhaupt keine Vorbereitung. Er war gut darin, ja, Sachen zu erkennen schnell. Er war auf eine gewisse Art relativ zugänglich, aber es gab eben eine andere Seite an ihm, die es auch sehr schwierig gemacht hat. Er hat ganz wenig kommuniziert, was er eigentlich will, was das Spiel will schon gar nicht, was das Verlag, gab es überhaupt nicht das Thema. Und er hat, wenn er mit irgendjemandem nicht zurechtgekommen ist, gab es auch keine Möglichkeit, wirklich mehr an ihn heranzukommen. Das war auch sehr schwierig. Also
Bei uns hat es sofort funktioniert. Ich bin auch ein Mensch, der sehr spontan reagieren kann. Und dadurch hat es irgendwie gut funktioniert zwischen uns. Aber ja, er neigte zu sehr schnellen, spontanen Entscheidungen, die manchmal sehr gut waren und manchmal nicht die beste waren, nicht durchdacht waren. Das ist eine sehr traurige Zeit gewesen damals. Uli hatte das ja aus dem ersten, das waren glaube ich nicht seine ersten Infarkte gewesen, die er gehabt hatte. Die ersten waren so ein bisschen, liefen so unter der Oberfläche. Ich glaube, man kann Infarkte haben, ohne dass es wirklich dann kritisch medizinisch wird. Und er war tatsächlich mit, ich glaube, 14 Elektroschocks haben sie ihn dann aus diesem hier wieder rausgeholt. Das war spektakulär, dass es geklappt hat, wenn wir ganz ehrlich sind, und dass er dann noch knapp anderthalb Jahre gehabt hat. Das war schön. Etwas über ein Jahr nach Ulrich Kiesows erstem Herzinfarkt erliegt der geistige Vater von Aventurien am 30. Januar 1997 einem weiteren Infarkt. Er ist nicht zufällig einfach so früh jung tot umgefallen. Der Stress hat ihn umgebracht, dieser ständige Stress, ständig liefern zu müssen und wieder was zu haben. Uli wohnte zu dem Zeitpunkt dann schon nicht mehr in Düsseldorf, sondern war nach Wassenberg gezogen und mit der Britta Herz zusammen und hatte lange Zeit, also als der Reha zurückgekommen ist, dann ist da zu Hause langsam angehen lassen und sich um sein Schwerpunktprojekt, den Roman, aus dem das zerbrochene Rad geworden ist, zu kümmern. War schon relativ klar, das wird ein ziemlich dickes Ding, dicker als die DSA-Romane, die zu dem Zeitpunkt bei Heine rausgekommen waren schon. Das zerbrochene Rad gilt bis heute als der beste DSA-Roman und kann, geprägt von den russischen Epen, die Uli Kiesow so liebte, auch über die Genregrenzen hinaus als Literatur gelten. Ich weiß halt noch, dass ich wirklich bei Fanpro gearbeitet habe, als Hartmar angerufen hat, der es dann von Britta Herz erfahren hatte, dass Uli halt einen zweiten tödlichen Herzinfarkt dann da in seinem Haus in Wassenberg bekommen hatte. Man muss ja bedenken, er hat schon diese Welt erfunden und sein Herzblut hineingelegt und dann jede Menge Leute einzuladen, in dieser Welt zu schreiben und denen auch recht viele Freiheiten zu lassen. Man kann das übertreiben, wie wir eben kurz angesprochen hatten, aber also während der Arbeit habe ich mich nie unter Druck gefühlt gesetzt von ihm. Von ihm kam nie ein blöder Spruch zu irgendetwas, außer ein einziges Mal zu Romanen später, wo er dann meinen Lebensweg verändert hat mit diesem Spruch auch. Aber es war angenehm. Also es hatte sich ergeben, dass ich schon 5-6 Mal im Jahr ihn dann besucht habe in Düsseldorf und wir zusammen dann Tee getrunken haben, die großen Hunde rumlagen, Ina da war und man war plötzlich im Herzen der DSA-Redaktion. Das war schon großartig und er führte ein Leben dort, wovon ich als Student so geträumt habe. Ich habe mir immer gedacht, ja, also Autor sein und dann so in so einem Haus am Waldrand wohnen, diese Art, wie er das machte, das wäre schon cool. Ein bisschen was hat sich davon später erfüllt, also Autor bin ich tatsächlich geworden. Und auch daran hatte Uli seinen Anteil, weil mit einigen meiner Romane habe ich ihn später schon genervt. Ich werde nie vergessen, eines Nachmittags kam dann ein Anruf von ihm, als er in der Drei Nächte von Fasar Romanserie lektorierte und meinte dann zu mir, sag mal Bernhard, woher nimmst du denn deine Referenzen für die Schwertkampfszenen? Das ist ja der Super-GAU. Sind das Hollywood-Filme der 50er Jahre? Und ich war schon tief verletzt, aber es war doch relativ nah an der Wahrheit, weil woher nimmt man
Referenzen für Schwertkampfszenen natürlich aus Hollywood-Filmen. Und dass er das so gesagt hatte, führte dazu, dass bei mir dann der Ehrgeiz erwuchs, dass diese Kritik nie wiederkommen darf. Es hat keine DSA-Redaktion gegeben bis 2000. Das gab es nicht. Wir sind erst nach dem Tod von Ulrich Kiesow sind wir das erste Mal in einem Raum zusammengesessen und ich habe mich umgedreht, habe gesagt, Leute, seht ihr, dass wir zufällig 12 Leute sind? Ist das nicht lustig? Wir sind tatsächlich die 12 Götter. Das war das erste Mal, dass wir miteinander gesprochen haben. Und auch das war mühsam. Vorher gab es einfach, selbst die Borberat-Kampagne, ich habe ein Konzept geschrieben dazu und es hat nie jemand für nötig befunden, sich das näher anzuschauen. Thomas Römer hat hineingeschaut und ein paar Ideen daraus übernommen. Glücklicherweise haben wir die Idee der 7 Gezeichneten drinnen. Das hat er gleich im ersten Band untergebracht. Und ich hatte da keinen Einfluss drauf, weil ich habe die ja nicht gesehen, wann die Sachen abgegeben worden sind. Die sind irgendwann bei Uli gelandet. Er hat sie total hektisch dann versucht zu lektorieren und abzugeben. Und dann habe ich, wie gesagt, manchmal 1,5 Jahre später erfahren, was gerade passiert ist, was veröffentlicht wurde. 1997 ist noch aus anderen Gründen ein Schicksalsjahr für das Schwarze Auge. Der Publisher Schmidt Spiele geht unerwartet in Konkurs. Uli ist Ende Januar gestorben. Schmidt Spiele ist im Juni, wenn mich nicht alles täuscht, in Insolvenz gegangen. Und da hing auf einmal der DSA in der Luft. Das hatte damals damit zu tun, dass Schmidt Spiele rund um das Weihnachtsgeschäft viel, viel Ware in den Spielwarenmarkt gedrückt hatte. Und sie haben dann anschließend unglaublich viele Retouren bekommen. Und dann war plötzlich bei Schmidt Spiele ein riesiges Cashflow-Problem und darüber ist die gesamte Firma, obwohl die eigentlich grundsolide war, tatsächlich insolvent gegangen. Ich habe mich um Fantasy Productions gekümmert, aus der Uli, weil die Produktion von Schwerter und Dämonen schief lief, im Herbst wieder ausgestiegen ist. Also das ist ein Missverständnis, das auch weltweit, auch in Wiki USA verkehrt wiedergegeben wird. Uli ist von 84 bis 88 nicht bei Fantasy Productions. Der kommt erst hinterher 88 wieder rein, als wir zur GmbH werden. Fantastic Shop und Fantasy Productions verschmelzen. Vorher ist er nur 50% Teilhaber bei Fantastic Shop. Deshalb habe ich auch immer den Löwenanteil der Anteile gehabt. Weil bei beiden Firmen habe ich die Hälfte gehabt und wenn man sie zusammengeschmissen habe, habe ich 2/3 gehabt. Werner und die anderen Fanpro-Besitzer haben dann geguckt, wie kriegen wir dieses Intellectual Property aus der Schmidt-Konkursmasse raus und in vernünftige Hände. Fanpro hatte ja zu diesem Zeitpunkt auch schon A, eigenes Material gemacht und B, war sie ja die ganze Zeit auch tatsächlich das Entwicklungsstudio. Da musste man sich ein bisschen für verschulden, aber grundsätzlich gab es dafür dann wirklich das quasi das Gesamtpaket. Das heißt wirklich, die ganzen Rechte sind dann an Fanpro gegangen und ein großer Teil der Lagerbestände noch. Und dafür war es dann insgesamt auch ein Geld, was man bezahlen konnte, zumal die DSA-Lizenz war natürlich definitiv eine Goldgrube und hat sich auch relativ fix gelohnt. Was mich gewurmt hätte, wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten, die Borat-Kampagne fertig zu machen, die Gezeichneten. Der Chefredakteur hat einen schweren Herzinfarkt, der Chefredakteur stirbt, damit natürlich auch nicht nur mein Vorgesetzter, sondern mein Mentor. Der Verlag geht hops, das war schon eine grauenerregende Situation. Und ich habe dann nur weitergemacht aus der Perspektive heraus, dass ich den Fans was versprochen habe. Ich habe ihnen mehrere Bände lang behauptet, das wäre da die große Weltrettungsgeschichte, die musste ich abliefern. Wenn ich das nicht fertig gemacht hätte, das würde mich wirklich wurmen, dass danach 800 Seiten Material in meinem Computer liegen geblieben sind, die nicht mehr sich verwirklicht haben. Das war unvermeidbar mit der Vorarbeit. Glücklicherweise, zum Beispiel haben dann Anton West, der hat ein paar Sachen dann weitergemacht, Tom Finn hat ganz großartig dann Sachen einfach aufgegriffen. Und da wusste ich auch, dass das in guten Händen ist. Und im Großen und Ganzen habe ich ja immer auf Halde gearbeitet. Ich habe ja immer auf Vorrat Sachen vorbereitet, damit andere was damit machen. Die Autoren waren dann immer ganz begeistert, wenn sie was gefunden haben und damit arbeiten konnten. Da habe ich überhaupt nicht begriffen, dass das Ostereier waren, die ich gerade vorher erst vergraben hatte. Oft lagen die ja noch gar nicht lange drin. Die waren in der vorigen Publikation, in der vorigen Box. Manchmal lagen sie auch schon seit 10, 15 Jahren herum. 2011 verkauft Werner Fuchs die Rechte an das Schwarze Auge dann an Ulysses Spiele.
Die Ulysses Spiele GmbH hat sämtliche Lizenzen, Trademarks und alles, was zu das Schwarze Auge gehört, gekauft. Das heißt, in Zukunft sind wir tatsächlich komplett das Schwarze Auge. Die Ulysses war ja zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen Großhändler. Und wir haben schon zu diesem Zeitpunkt sehr lange und sehr positiv mit Fanpro zusammengearbeitet. Da gab es auch sehr gute persönliche Beziehungen, sowohl zwischen mir und dem ehemaligen Prokuristen der Firma Fantasy Productions, dem Michael Fehrenschild, und auch zwischen mir und dem Werner Fuchs. Und entsprechend hat Ulysses im Vorfeld, das war Anfang der 2000er Jahre, zusammen mit Universal Cards damals den exklusiven Vertrieb für das Spiel übernommen, einfach weil Fanpro seine Ressourcen anders bündeln musste. Zu dem Zeitpunkt hatte Fanpro auch große Schwierigkeiten. Das hatte auch was mit ganz anderen Dingen zu tun, nämlich WizKids und dem Wegfall von Faser. Faser hatte sich damals verändert. Zu dem Zeitpunkt war einfach im gesamten internationalen Markt auch viel, viel Umbruch. Dazu kamen dann noch auch die Auswirkungen, die es einfach gerade im Rollenspielmarkt gab, bezüglich der Zeit, wo die 20 sehr groß war, faktisch jedes andere Rollenspiel erstmal weggedrückt hatte. Und dann ist die 20-Blase geplatzt. Das heißt, da war im Rollenspielmarkt eine ganze lange Weile lang ziemliche saure Gurkenzeit. Ich hätte damals voll aufs Schwarze Auge setzen sollen und alles andere weg, den ganzen Handel weg. Dann hätten wir wahrscheinlich einen Verlag gehabt, der das alles überdauert hätte. Zu dem Zeitpunkt hat Fanpro Partner gesucht. Das waren, wie gesagt, wir und Universal Cards. Und das hat dann auch, weil das sehr gut geklappt hat und weil es für Fanpro tatsächlich auch irgendwann der Ausweg war, um die Situation zu retten, dazu geführt, dass wir das Schwarze Auge erst in exklusiver Lizenz übernommen haben und dann im letzten Schritt tatsächlich die Marke komplett übernommen haben. Aber wie gesagt, Fanpro ist nie pleite gegangen. Ich habe einfach keine Lust mehr gehabt ab einem gewissen Zeitpunkt. Im krassen Gegensatz zu den Fans von Das Schwarze Auge, von denen einige seit über 30 Jahren dabei sind und immer noch Lust haben. Über die sprechen wir in der nächsten Folge.